Finale im Schleswig-Holstein-Pokal und der SV Todesfelde beschreitet schon vor Anstoß einen historischen Pfad. Zum ersten Mal heißt es Pokalfinale für den Club aus der 1000-Einwohner-Gemeinde in Bad Segeberg. Der Gegner und klare Favorit in Malente ist der VfB Lübeck um Trainer Rolf Landerl. Für diesen Titel qualifiziert der Drittliga-Aufstieg in der vergangenen Saison sowie der Status als amtierender Pokalsieger. Wir steigen ein ins Spiel. Der SV Todesfelde in den gelben Trikots von rechts nach links kommt aus einer erfolgreichen Saison. Man hat die Oberliga Schleswig-Holstein gewonnen und hier geht man nach 3 Minuten mit 1:0 in Führung. Das frühe wie gleichzeitig überraschende 1:0. Niklas Steentk ist der Torschütze, für den ist das Toreschießen normalerweise eher eine Randbegabung, hat in der kompletten vergangenen Saison in 20 Spielen nicht getroffen. Hier kann er nach einem unzureichend geklärten Standard abstauben. Und dass der SV Todesfelde die beste Defensive der vergangenen Oberligasaison hat, bekam der VfB zu spüren. Eigene Chancen kaum existent. Stattdessen immer wieder Todesfelde über Marco Pajonk mit dieser guten Möglichkeit. 26. Minute, dann das erste Mal der VfB. Gut durchgesteckt von Detas und da ist Marvin Ziel und der Ausgleich zum 1:1. Thiel hat im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen St. Pauli getroffen. Der Sieger heute würde auf den VfL Osnabrück treffen. Daumen hoch von Trainer Rolf Landerl. Und nur 4 Minuten später Lübeck mit zunehmender Spielkontrolle. Und Lübeck belohnt sich dafür. 2:1. Binnen 4 Minuten dreht der Favorit dieses Spiel. Tommy Gruppe, der Kapitän, sorgt für das 2:1 und damit die Führung zur Pause. Durchgang 2, 60. Minute, Freistoß für den SV Todesfelde. Und da ist Lennart Kurz und auf einmal steht es 2:2. Der Underdog ist zurück im Spiel, Lennart Kurz, der Torschütze. Und das, weil der VfB Lübeck immer wieder anfällig ist nach Standardsituation. Das zweite Gegentor dieser Art und Weise. Und nur 120 Sekunden später wieder der SV Todesfelde. Und jetzt nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Till Martin Weidemann, Ex-Lübecker, ist im Sommer gewechselt zum SVC und sorgt hier per Kopf für das 3:2. In der vergangenen Saison ist Todesfelde noch mit 3:0 im Halbfinale des Pokals an Lübeck gescheitert. Und jetzt stand man so kurz vor diesem Fußballwunder. Aber der VfB kam zu Möglichkeiten, wie hier durch Yannick Deichmann, vergab aber jedoch durchaus vielversprechende Chancen. Es folgt der dramaturgische Höhepunkt in der 80. Spielminute. Schiedsrichter Finn Kohn entscheidet bei diesem Zweikampf zwischen Ramay und Landvogt auf Elfmeter, zumindest fürs Erste. Wir blicken auf die Wiederholung. Ein Kontakt ist hier kaum erkennbar und mit Hilfe des Schiedsrichterassistenten entschied Finn Kohn darauf, den Strafstoß zurückzunehmen. Kein Elfmeter für den VfB Lübeck und das killte dieses Spiel. Der SV Todesfelde schafft das Fußballwunder und gewinnt mit 3:2 gegen den Drittligisten VfB Lübeck. Der erste Pokalsieg für den SV Todesfelde im allerersten Finale und so hören sich Sieger an. Till Martin Weidemann, der Siegtorschütze bei uns im Interview. Wir glauben an uns. Was bringt es uns in dem Moment, den Kopf in den Sand zu stecken? Und wir machen einfach weiter. Auch wenn einer mal den Ball verliert im Zentrum. Einfach kämpfen für den anderen. Einer für alle, alle für einen. Der Begriff des Fußballmärchens ist weitestgehend überstrapaziert, aber hier in diesem konkreten Fall trifft er zu 100% zu. Willkommen auf der großen Bühne, SV Todesfelde.